Definition Liebe sind nicht die Geschenke oder diese drei Worte. Liebe ist etwas, was du nur tief in dir tragen kannst. Das Herz der Liebe. Schau hier einmal weiter auf die Stiergeborene. Noch ein bisschen runterschieben hier. So, meine Liebe, mein Lieber, wir schauen jetzt, was ich für dich zeigen möchte. Das Ass der Stäbe, ein Neubeginn. Jemand möchte mit dir einen Neubeginn. Oh, du wirst hier zwischen zwei Stühlen stehen. Ja, also zwischen zwei Personen irgendwie wählen dürfen. Durch dich habe ich gelernt, ich selbst zu sein. Oh mein Gott, hier kommt einiges auf dich zu. Es wird dich fordern. Plötzlich ist diese Person da. Man hat in der Vergangenheit, war man nicht ehrlich, man hat dich in der Vergangenheit verletzt, man hat sie aus der Affäre gezogen, man war nicht beständig. Oh, und plötzlich, es kann sein, dass ein neuer Mensch in deinem Leben ist. Wunder. Es stehen Wunder an. Oh, das ist hier. Das wird so, wie soll ich sagen? Diese Überraschung ist für dich eine Gegebenheit, die dich, ja, was ich zu Anbeginn sagte, so eine rechts, eine links, du weißt nicht, was du tun sollst. Überforderung, eine Überforderung, ja. Also Wunder möchten in deinem Leben geschehen. Oh, diese Person ist plötzlich da. Ich weiß nicht, das kann lange, lange, lange her sein, ist speziell hier diese Legung, ja. Aber jemand möchte mit dir einen Neustart. Wir haben hier alle Stäbe, es kommt enorme Bewegung. Es ist auch so, dass diese Person weiß, man hat dich verletzt, man war nicht ganz ehrlich, kann ein vergangener Partner sein, kann jemand sein, der ein ziemlich starkes Pascha-Verhalten an den Tag gelegt hat. Ja, ich bekomme auch sich sehr stark gehen gelassen hat, auch das nicht gekämpft hat für euch und man möchte kämpfen. Man möchte jetzt kämpfen für euch. Man versucht alles. Man versucht hier wirklich alles. Man ist bereit zu kämpfen. Man ist bereit zu kämpfen. Aber sowas von. Aber hier sind zwei. Also es ist definitiv etwas, wo zwei sein werden. Im beruflichen Schau da bitte. Also da ist etwas, wo der eine den anderen irgendwie ausspielen möchte. Das kann es auch sein, ja. Also das Verhältnis generell, das Verhältnis zum Chef, vielleicht hast du ein besseres Verhältnis. Ja, das einmal und könnte hier auch etwas abhanden gekommen sein oder generell etwas, was mit Diebstahl zu tun hat oder generell etwas, wo ja, der eine hart arbeitet, der andere irgendwie sich immer früher rausschleicht. Ja, so ganz, ganz unterschiedlich. Kurz vor dem Ziel, gib nicht auf, gib nicht auf und jemand möchte dich nicht aufgeben, euch nicht aufgeben. Ja, das auch nochmal. Oh. Es ist eine Situation, die stark in der Spiegelung liegt. Das ist etwas, was sehr, sehr stark fordernd ist. Ja? Es ist wie ein Gleiches. Es ist die bewusste Konfrontation mit dessen. Ja? Also mit jemandem bist du ein Gleiches. Ihr spiegelt euch. Spiegelthemen generell können es hier sein. Auch du bist in dieser großen Herausforderung deiner. Ja? Also eine enorme Herausforderung in der Entscheidung. Also es bringt dich in eine Gegebenheit, wo du, ja, jetzt irgendwie jemand möchte eine Entscheidung von dir. Der König der Stäbe wartet und der Herrscher wartet ebenfalls, ja. Kann auch generell etwas sein, wo man wartet auf etwas, ja. Und plötzlich ist dieses, okay, da kommt da was und da kommt da was, ja. Also auch das. Schau mal hier auf den Ausgang. Ach, der Schwerter, was hast du mit dieser Angelegenheit auf sich? Vier der Münzen. Oh, hier ist etwas, was mit sehr, sehr viel Loslassen zu tun hat. Also, irrelevant, wie du dich hier schaust, du wirst es meistern. Hier sind deine Chakren, du wirst es meistern.
Ja, schütze dich generell, ja, vor Dingen irgendwie, wo jemand unterwegs ist und dir vielleicht irgendwas wegreißen möchte oder irgendetwas versucht. Schütze dich bitte. Ja, ist auch nochmal ganz wichtig. Verletzungen. Wieso bekomme ich? Ich bekomme hier eine Kriegsverletzung rein. Ist ganz, ganz speziell. Eine Kriegsverletzung und generell im beruflichen Schauen auf Verletzungen, ja. Da auch nochmal. Ich sehe es bei der männlichen Person. Maskuline Energie ist sehr, sehr stark. 10 der Münzen. Es geht um Partnerschaft. Es geht um Beständigkeit. Also beständiger zu sein. Jemand möchte beständiger jetzt sein. Jemand möchte vielleicht mehr zu Hause sein. Jemand möchte jetzt für euch kämpfen. Jemand hat lange über etwas nachgedacht. Lange. Der Eremit, lange Rückzug. Und in diesem Rückzug ist man zu dieser Erkenntnis gekommen, dass ihr, also beziehungsweise, dass die Familie wichtig ist, dass generell etwas wichtig ist, ja, dass du jemandem wichtig bist, sehr, sehr wichtig bist. Ja, ob das Kinder sind, Familie sind, generell das Ganze hier, ja. Oh, ist es wirklich so? Man wünschte, man könnte hier zaubern, ja. Also das Ganze wieder in die Beständigkeit bringen. Das hat mit einer Trennung zu tun. Das hat hier etwas damit zu tun, dass man hier in einer Situation nicht für jemanden auch da war. Ja, also das auch. Die Bereitstellung von etwas liegt hier nochmal ganz, ganz eindeutig. Ja? Also Bereitstellung für etwas, das kann jetzt sein, dass du etwas absolvieren möchtest. Ja, schulische Angelegenheiten, generelle Angelegenheiten, eben auch Weiterbildung und. Ja, das auch eben auch. Es kann sein, dass du deinen Meister machen möchtest. Es kann hier auch sein, was mit einem Meister eben auch zu tun hat. Also generell die Dinge. Aber hier, ja, es ist auch so, man wird jemanden so eine Anleitung, man lernt jemand an. Also, dass du jemanden lehren wirst, beziehungsweise anleiten wirst, einen Lehrgang. Es kann auch sein, dass du, ja, Lehrgänge machst, auch so etwas. Es kann auch sein, dass der eine hat Interesse und der andere irgendwie versucht, sich da zu drücken vor einem Lehrgang. Das kann es auch sein. Aber hier ist ganz viel Neustart, sehr viel Neustart, das aus der Stäbe. Ja, etwas Neues beginnt. Hier wird man sich aus etwas befreien. Und du bist in diesen Dingen, dass du dich entscheidest für etwas. Also gemeinsam mit jemandem auch entscheiden wirst. Ja? Also ich sehe hier sehr viel Color, sehr viele Farben. Ja? Farbenvielfalt in deinem Leben. Lebendigkeit, Kraft. Auch du bist hier in einer karmischen Situation. Wir haben hier eine Kreuz, eine Tätowierung. Eine karmische Situation zeigt sich hier. Oh, hier könnte jemand Schach spielen, ein Schachmeister oder generell etwas, was mit Schach zu tun hat. Es kann sein, dass es hier um eine Vorbereitung geht in Form Meisterschaften. All in, ja? Also das auch nochmal. Wundervolle Botschaften. Also schau mal. Und dafür bist du in deinen Dingen bereit zu kämpfen. Ja? Kann auch Kampfsport sein. Das kann alles sein, was es in deinem Leben eben auch beinhaltet, was in Form Lehrreiches, Meisterschaft und anbelangt. Ja? Also du wirst diesen Herausforderungen gewachsen sein. Absolut. Alles, alles Liebe hier für dich. Schauen wir hier einmal weiter für die Zwillingeborenen. Hobla, was ist hier los bei dir? So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich, was möchte sich zeigen in den kommenden 4 Wochen für dich. Es kommt ein Ausgleich auf dich zu, ja? Das zeigt sich hier einmal. Wir haben hier den Masterplan. Also du bist definitiv gut organisiert. Du könntest ein Vision Board haben, du könntest all in etwas haben, wo du sehr gut getimt bist, sehr gut planst, im Vorfeld schon planst. Eigentlich bist du ausgeplant, ja, den ganzen Sommer bist du hier schon verbucht und ausgeplant. Du machst Pläne, die eben auch anstehen. Einmal das.
Es könnte sein, dass du an deinem Master arbeitest, auch das. Es könnte sein, dass du irgendetwas schreibst, also da in diesen Dingen eben auch, dass du etwas absolvieren möchtest. Gemeinsam mit einer Person zeigt sich hier etwas. In der Liebe, wir haben hier Judgment, Justice, oh, sehr hohe Arcana. In der Liebe haben wir hier, der Herzensbrecher ist unterwegs. Der Ritter der Stäbe, da schau mal, ja, also generell ist es ein Casanova. Du wirst sehr, sehr vorsichtig sein, also es ist definitiv so, dass du da vorsichtig bist. Darfst du auch vorsichtig sein, es geht hier um das Geben und Nehmen, also jemand möchte mit dir etwas ausgleichen. Jemand, der dir in der Vergangenheit sehr, sehr wehgetan hat. Ist es schon jemand, der dir in der Vergangenheit das Herz eben auch gebrochen hat? Zeigt sich hier ganz, ganz eindeutig. Was haben wir hier? Ich habe dich belogen, nicht weil ich dir wehtun wollte, sondern um dich zu schützen. Also jemand wollte dich schützen vor etwas. Es kann auch sein, dass hier ein Geständnis kommt in dieser Angelegenheit, ja, dass du auch in dieser Konstellation sein könntest, ja, in Form jemanden zu schützen eben auch. Generell ist es so, lass etwas schützen. Es ist so, dass hier Ungerechtigkeiten irgendwie stattgefunden haben mit der Karte Justice. Hier kommt Gerechtigkeit rein. Alles das, was in Form Ungerechtigkeiten in deinem Leben stattgefunden hat, wird Gerechtigkeit reinkommen. Du liegst hier mit der Sonne, du liegst mit dem Erfolg schlechthin. Du bist in Angelegenheiten sehr, sehr vorsichtig, also du wirst, bevor du etwas da eben auch preisgibst, wirst du diesbezüglich da dich absichern, ja? In allen Formen und Bereichen. Angelegenheiten, die sich hier zeigen, behördlich, durch Institutionen etc. Es ist hier die Auferstehung. Oh, jemand ist hier, kommt aus der Vergangenheit zurück und möchte mit dir etwas wieder aufleben lassen. Ja, das kann auch jemand sein aus den Schulzeiten, auch das. Es können Freundschaften sein, all in, ja, in unterschiedlichen Dingen. Jemand, der einfach nur so just for fun etwas Bestimmtes eben auch wollte, um etwas ganz, ganz Bestimmtes eben auch zu bekommen. Also du hast es schon mit jemandem zu tun, der diesbezüglich eben auch nicht ohne war. Diese Person kommt wieder auf dich zu. Der Ritter der Stäbe brennt für dich. Er brennt für dich. Ja? Ist ein Herzensbrecher. Liegt hier. Du bist in dieser Angelegenheit, wirst du sehr, sehr vorsichtig sein. Vor allem bist du beschützt. Das Göttliche, das Universum schützt dich. Ja? Du könntest generell viel absolvieren in unterschiedlichen Dingen eben auch. Das liegt hier auch nochmal drin, dass du viele Dinge hier vorhast zu absolvieren. Erstmal das eine, dann das andere. Und es wird erfolgsversprechend eben auch sein. Du weißt, dass es hier um das Geben und Nehmen geht, also das Göttliche, das Universum. Das, was du in der Vergangenheit gegeben hast, das ist ein karmischer Ausgleich. Das, was du gegeben hast, wirst du zurückbekommen. Es liegt ganz, ganz eindeutig hier drin. Ja, und zwar enorm. Das ist das Jahr des Karmas. Es kommt, das, was du in der Vergangenheit gegeben hast, wirst du zurückbekommen. Ja? Ganz, ganz eindeutig hier. Du bist sehr fair. Hier ist ein sehr klarer, fairer Gerechtigkeitssinn. Also es wird fair in einer Sache verhandelt. Ja? Das eben auch. Sehr, sehr fair. Alles, was unfair eben auch war, geht zugunsten dieser Personen. Ja? Du bekommst jetzt etwas. Du wirst etwas bekommen. Wir haben hier zweimal, schau mal hier die Waage, wir haben hier zweimal Justice. So hohe Karte. Ja? Also noch einmal, auch das Ass der Münze. Also einiges. Ob das gerichtliche, behördliche Angelegenheiten sind, all in. Ja, es zeigt sich hier enorm auch bis zum Sommer. Die Sonne. Hier ist Fröhlichkeit, hier ist Strahlen, hier ist Lachen, hier ist Lebendigkeit. Das ist Ernte. Hier ist Erntezeit. Ja, wir haben hier Sonnenblumen darauf. Es ist Erntezeit. Es wird kommen. Mit dem weißen Pferd hast du hier sehr stark die Reinheit. Purity. Die Reinheit. Ja? Und hier diese Person ist mit Vorsicht zu genießen, ja? Also schau bitte. Und du bist in dieser Angelegenheit vorsichtig. Du wirst vorsichtig eben auch sein. Könnte auch direkt vor deiner Tür sein. Etwas wird kommen. Diese Person könnte einen sehr schnellen Wagen haben. Beziehungsweise ich bekomme hier schon so etwas Signifikantes auf diesem Wagen. Ich bekomme hier eine Beschleunigung eines Ferraris. Ja, das bekomme ich hier rein. Aber das ist dieses Maskottchen vorne, diese Person, ja? Diese Person trägt etwas Bestimmtes auf, ja? Hat ein bestimmtes Markenzeichen, Kennzeichen. So bekomme ich das. Sie ist hier nicht zu bremsen, ja? Also es kann auch in Form Angelegenheiten sein,
Rasantes Fahren, auch das kann es sein. Ja, schau dir bitte in Form einer enormen Beschleunigung, enorm, enorm, enorm. Und wenn hier natürlich über die Drehzahl gegangen wird, dann ist hier etwas, wo man viel zahlen muss. Ja, also das liegt hier auch nochmal ganz, ganz eindeutig dran. Alles, alles Liebe und vor allem Kraft für dich. Ich schaue hier einmal weiter für die Krebsgeborenen. Schiebe das noch etwas höher, damit du das auch alles ganz gut sehen kannst. Schauen wir hier für dich, was sich zeigen möchte für die kommenden 4 Wochen. Wir haben den Emperor, den Herrscher. Die Gesellschaft würde unsere Verbindung nie erlauben. Aber es ist die wahre Liebe zwischen euch. Also unterschiedliche Themen hier. Es kann einmal sein, dass es hier generell um eine Partnerschaft geht. Ich gehe nach und nach, ich bekomme hier 3 Szenarien rein. Generell um eine Partnerschaft geht, wo man kämpft in dieser Situation. Das kann jetzt hier schon bei Gegebenheiten anfangen, wo man kleine Steps macht. In Form Ernährung, Ernährungsumstellung. Fitness, also so Kleinigkeiten bekomme ich, dass man wirklich so gemeinsam in der Partnerschaft hier kämpft. Man kämpft, weil wir haben hier Judgment. Das ist nicht ohne, ja, also ist hier die Auferstehung einmal und hier ist Gerechtigkeit. Hier geht es um Fairness, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeiten. Auch, ja, also ganz, ganz unterschiedlich. Dann kann es ein gesundheitlicher Zustand auch sein. Also wenn es darum geht, um Ernährung, so ein kleines Häppchen für jemanden sorgen und, ja. Also das einmal. Und dann hier, ja, Energie, Power, Kraftvolles eben auch, ja. So die kleinen Steps kann es sein in einer Partnerschaft. Einmal, wo es um den Partner diesbezüglich eben auch geht, also maskuline Energie. Dann ist hier etwas vorgefallen. Dann kostet hier etwas enorm Kraft und Stärke. Man versucht jemanden aufzupäppeln. Ja, also man arbeitet an dieser Verbindung. Das ist das erste Szenario einmal. Dann wiederum kann es sein, dass du in ein Treffen gehst mit jemandem oder schon mit jemandem ein Treffen eben auch hast. Es kann sein, dass diese Person gebunden ist. Ja, es ist die wahre Liebe zwischen euch, aber diese Person ist gebunden. Gleichzeitig, drittes Szenario ist hier, dass die Umstände, das heißt der Vater, die Gesellschaft, die Eltern und, ja, diese Verbindung nicht erlauben. Das einmal auch, ja. Filtere bitte für dich heraus. Ich bekomme hier etwas zum Leben, zu erwecken. So bekomme ich das hier. Weil es hat sich enorme Energie. Wir haben hier die Sonne. Wir haben hier die wahre Liebe, was sich zwischen euch zeigt. Dann im Beruflichen könntest du an etwas arbeiten, forste Passion, ja. Es kann eine Location sein, es kann ein Restaurant sein, es kann ein Bistro sein. Das kann alles eben auch sein, dass du an etwas eben auch arbeitest. Du wirst mit jemandem gemeinsam etwas aufbauen, erschaffen. Du bist schon dabei, ja? Und du bist hier zielstrebig dabei. Du hast dein Ziel, auch in Form, ja, Ernährungsplan. Ich bekomme hier viel so etwas eben auch, ja? Dann geht es hier um à la carte. Auch das nochmal, ja? Also, dass man hier bestimmte Dinge vielleicht auch frisch macht, ja? Also, frisch macht ein Restaurant einfach frisch macht, frisch wieder aufmacht, ja? Es blüht ganz, ganz frisch auf. Alles ist frisch. Frisches auf der Karte, frisches auf der Tafel. Alles ist frisch. Kann genauso gut sein, ein Fitnessstudio, auch in einer Situation all in. Also, mit Frische. Es ist ein frischer Kick.
ja, bekomme ich hier? Also etwas, was vielleicht noch in der Beantragung ist, etwas, was mit vielen Dingen eben auch zu tun hat. Und es hält sich hier etwas, was genehmigt eben auch wird. Ja? Judgment kann hier ganz, ganz unterschiedlich eben auch sein. Mit dem nach hier nochmal kann es sein, dass es wirklich hier um eine Selbstständigkeit geht, dass es um etwas geht, dass man sich freier machen möchte, dass es um etwas geht, wo man ja da etwas beantragt hat. Ja, das kann zum Beispiel auch sein. Was ist hier mit Ernährung zu tun? Ich bekomme hier viel Ernährung. Das kann etwas sein, was mit Rezepten in Form, ja, Physio, Sport, allgemein, also all in, ja. Das kann diesbezüglich eben auch alles sein, dass etwas da in die Fortschritte eben auch geht. Ja, hier sind Fortschritte, also in allen Bereichen sind Fortschritte eben auch zu sehen, ja. Gerechtigkeit. Hier kommt Gerechtigkeit. Enorme Gerechtigkeit. Wenn etwas hier war, wo du es mit Gemeinheiten zu tun hattest. Du wirst sehen, wie diese Personen untergehen. Absolut. Das liegt hier. Das liegt hier in diesem Jahr. Ja, es ist das karmische Jahr und es liegt hier in Form dieser Gerechtigkeit. Hier ist Auferstehung. Es ist eine Auferstehung. Ganz, ganz hohe Energien zeigen sich hier. Sehr hoch. Es kann auch etwas sein, wo in der Vergangenheit etwas nicht geduldet wurde, ja, oder etwas beneint wurde, wo man niedergemacht wurde. Schau mal, du steigst hier empor und die anderen gehen unter. Hier. Ja, also wo man dich da irgendwie niedermachen wollte. Das kann sein, dass man an etwas oder an dich nicht geglaubt hat, ja, hier mit dem Narren auch, ja, das kann etwas sein, ja, wo man euch oder dich zum Narren gehalten hat. Das auch, ja, also schon ganz, ganz unterschiedlich eben auch hier. Schau da mal bitte. Aber hier ist Fokus, hier ist das Ziel. Das Drumherum oder allgemein die Gesellschaft werden sehen. Ja, also hier ist es definitiv so, dass man es sehen wird. Man wird es sehen, man wird das Endergebnis sehen. Irrelevant, was das ist. Definitiv, ja. Sehr starke Disziplin in allen Formen und Bereichen. Absolut. Ja, Blind Date sind neue Personen, die in dein Leben treten möchten oder beziehungsweise in dein Leben treten werden. Es ist hier sehr viel Produktivität, ganz, ganz viel, also in allen Bereichen, was ich schon sagte, hier ist vollste Passion dahinter, eben auch in diesen Dingen. Es ist sehr viel Mühe, es ist sehr viel Arbeit, es ist sehr viel präzise eben auch sein. Ja, also man arbeitet an etwas, man arbeitet gemeinsam an etwas. Hier ist enorme Kraft. Es kommt ganz, ganz viel in Bewegung. Aus den kleinen Steps werden die größeren Steps. Mit der Stärke, was ich schon sagte, viel Kommunikation mit den 8 der Stäbe. Wir haben hier, oh, hier ist etwas in der Vollstreckung. Hier bekomme ich, das ist das, was ich hier schon sagte, ja, in einer Angelegenheit, wo jemand irgendwie jemand zur Strecke bringen wollte, hier ist die Auferstehung. Noch einmal. Ja, also es sind hier wundervolle Energien, vollster Zuversicht hier zu sein. Es ist auch so, dass man in dieser Abgrenzung ist. Ja, ich bekomme hier eine gewisse Abgrenzung. Auch, dass man ja einen hier so ausgegrenzt hat. Ja, also generell etwas, was damit im Zusammenhang steht. Also von der Gesellschaft irgendwie ausgegrenzt wurde oder generell etwas, wo man da sehr stark eben auch zu kämpfen hatte oder zu kämpfen hat. Aber es ist hier in der Produktivität, es ist hier in den Ansätzen weiterzumachen. Starke Disziplin, also wirklich etwas sehr enorm Diszipliniertes. Ja, das ist das volle Programm hier. Also in allen Formen und Bereichen, vollste Passion, das volle Programm. Es kann natürlich auch sein, dass generell so Prüfungen, Überprüfungen auch stattfinden werden. Auch das. Ich bekomme jetzt hier viel mit Kost und Zubereitungen. Wir schauen mal auf den Ausgang, wie sich das Ganze zeigt. Am Ende der 4 Wochen eben auch. Starke Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin hier. Ja. Falls ich das noch nicht erwähnt hatte. 2 Münzen. Es ist das Vor- zurück Justice. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Hier kommt Fairness rein. Absolute Fairness. Schau mal hier. Hier haben wir die Schlange. Das ist das, was ich hier schon sagte. Falschheiten. Etwas, wo unfair gespielt wurde. Es kommt Fairness rein. Es wurde unfair gespielt. In der Entwicklung sind es die Fortschritte und gleichzeitig etwas, was sich im Zurückliegenden nochmal zeigt.
Ja, also etwas aus der Vergangenheit. Und hier geht es um kleine Steps. Also, wenn es nicht um den gesundheitlichen Zustand geht, sind es hier große Fortschritte. Wenn es um etwas geht, dann geht es hier um die Fortschritte, die kleinen Steps an sich. Aber hier kommt enorme Gerechtigkeit. Ganz, ganz starke Gerechtigkeit. Und es hat etwas mit der Vergangenheit zu tun. Ja? Es liegt zurück. Es kann hier auch etwas mit einer Bestrahlung zu tun haben, bekomme ich auch gerade rein. Ganz, ganz unterschiedlich. Es ist hier so, dass etwas enorm unter Augenschein genommen wird. Das Göttliche, das Universum und generell, ja, Angelegenheiten in Form, Behörden, Justiz und, ja. Also in unterschiedlichen Dingen, ja, es wird etwas so unter die Lupe genommen. Hier, wenn das ein Restaurant ist, wenn es um Tests geht und, wird es unter die Lupe genommen, genau, geschaut. Wenn es um andere Angelegenheiten geht, alles das, was ich schon sagte, es kommt enorme Gerechtigkeit. Enorme Fairness und Gerechtigkeit. Ja, es wird fair entschieden. Das Gericht kann ein hohes Gericht sein, das kann das Göttliche, das Universum. Es kommt immer Fairness. Irrelevant, wie lange das dauern mag. Es kommt immer Fairness. Ja, ganz, ganz eindeutig. Und wenn die Gesellschaft irgendetwas nicht erlaubt hat, in Form eurer, auch da. Ja, also es ist etwas, wo ihr so oder so immer wieder zusammengeführt werdet. Und wenn es etwas Neues ist, ein Blind Date, was ich schon sagte, neue Begegnungen, wo du dann in die Schritte gehen wirst, was mit vollster Zuversicht dann eben auch vorangehen wird. Hier hatte man sich für irgendetwas entschieden in der Vergangenheit. Ja, und das können hier die Umstandssituationen derer eben auch sein. Ja, was ich vorhin schon sagte. Sorge dich nicht. Ja. Du hast hier sehr, sehr hohe Karten. Bleibe vollste Liebe, vollster Zuversicht, vollste Vertrauen und vollste Lebensenergie und Mut und Kraft. Alles wird sich zeigen. Alles, alles Liebe hier für dich.